Ich bin zufrieden, ich bin glücklich, sehr glücklich. Das war mein Traum, immer etwas im medizinischen Bereich zu machen. Danja ist auf dem Weg zur Arbeit, nachdem sie ihren Sohn zum Kindergarten gebracht hat. Seit 4 Monaten ist das Routine für die alleinerziehende Mutter aus Syrien. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich mache im Moment eine Ausbildung bei AVM für Arbeits- und Betriebsmedizin. Und wir machen ganz verschiedene Sachen, zum Beispiel wie Hörtest, Sehtest, Dämmerungssehtest und EKG. Das war sehr schwer für mich, mit einem Kind eine Sprache zu lernen. Aber ich bin zur Schule gegangen mit meinem Sohn. Ich habe 2 Zeugnisse. Eine habe ich das in meiner Heimat verloren und eine habe ich hier in Deutschland anerkennen lassen. Laut Arbeitsmarktstudien sind gerade einmal 5% der geflüchteten Frauen 2 Jahre nach der Ankunft in Deutschland in einem Arbeitsverhältnis. Dabei ist der Fach- und Führungskräftemangel in vielen Unternehmen deutlich spürbar. Gleichzeitig gibt es viele Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die gut ausgebildet und qualifiziert sind. Ein großes Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft, das noch kaum genutzt wird. Nicht so von und für Ärztin Barbara von Ingersleben. Sie hat sich bewusst für Danja entschieden. Ich finde, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund bei uns integrieren. Und ich finde, Integration geht eben sehr gut über Beruf. Wir haben ja hier auch als Patienten aus sehr vielen Ländern. Und deswegen finde ich, passt das auch gut. Das bereichert natürlich auch so eine Praxis. Und ich finde auch die Außendarstellung der gegenüber den Patienten, gegenüber den Kunden. Ich kann allen Unternehmen nur empfehlen, aus diesen mehreren Kulturen sich Mitarbeiter zu suchen und Mitarbeiter zu beschäftigen, die dann ihre Erfahrungen, ihre Sprachen, ihre ganz andere Sichtweise nochmal auf die Welt integrieren. Fachkraft und Betrieb zueinander gebracht hat die Migrantenorganisation Migration und Arbeitswelt e.V. im Rahmen des IQ-NRW-Teilprojektes Öffnungszeiten. Des bundesweiten Förderprogramms Integration durch Qualifizierung. Der Verein berät kleine und mittelständische Unternehmen rund um die Themen Diversity und Fachkräftegewinnung und begleitet Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte bei der beruflichen Orientierung. Aus der Praxis wissen wir, dass die Unternehmen oft diese Potenziale der vorhandenen Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte nicht kennen und oft ihnen auch die Zugänge zu diesen Frauen fehlen, also sie gar nicht wissen, wie sie die erreichen können. Und da setzen wir an, indem wir diese Potenziale sichtbar machen wollen und vor allem beide zusammenführen, Brücken schlagen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserem Lande leisten. Das Beispiel zeigt, so geht's. Ich bin also sehr glücklich, dass ich die Damen von Migration und Arbeitswelt getroffen habe. Meine mutmachende Botschaft an Migrantinnen sind, lernt die Sprache, man sollte nicht aufgeben, immer weitermachen. Hier gibt es in Deutschland viele Möglichkeiten, sucht euch Hilfe.